Moin, seid ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro 2 Gateway to Glimmer. Sorry, dass meine Stimme noch so ein bisschen fertig klingt, aber nach einer Woche mit Fieber und krank auf der Couch bin ich noch nicht wieder so ganz genesen, aber es wird. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall wieder fit genug, um endlich mit diesem Drachen wieder ein paar Abenteuer zu erleben. Wir waren soweit eigentlich schon relativ gut dabei, ne? Ich muss gerade mal gucken, also das Level hatten wir doch durch, genau. Dann das da oben hatten wir gerade fertig gemacht. Wenn ich mich richtig entsinne, da waren wir sogar sehr gut dabei. Da haben wir, glaube ich, das ganze Level gleich komplett geschafft gehabt. Das war auch nicht schlecht, ne? So, habe ich doch gerade... Da habe ich doch gerade was gesehen. Wie tauche ich denn? Ich habe es vergessen. Wie taucht man? Wieso kann ich nicht tauchen? Ah ja, alles klar. Hat etwas gedauert. Hoppala, zack, okay, und wieder raus. Ich muss mich erstmal wieder eingrooven hier. Wo führte das hin? Gab es da nicht auch irgendwie ein Level oder sowas? Jawoll. Ach, das war, glaube ich, aber Kämpfen, oder? War es nicht so ein Fliegelevel? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, wir waren da und hatten das auch schon gespielt. Dann ist tatsächlich als nächstes dieses Level erstmal dran. Mal sehen, was uns da erwartet. Jetzt muss ich einmal gerade mein Mikro noch ein bisschen justieren. So, sieht das wohl gut aus. Und gib ihm auf nach Windhafen. Lass uns mal schauen, was uns dort erwartet. Wir haben 8 Schätze immerhin gefunden. Es nimmt auf jeden Fall Form an. Wenn der komische Geldsack jetzt wieder Kohle von uns... Speicherfehler. Memory Card wurde verändert. Was? Wie, die Memory Card wurde verändert? Nichts wurde da verändert. Jetzt müssen wir mit dem Safe State leben. Oh Gott. Oh je. So, jetzt muss ich mal versuchen zu speichern. Spiel speichern. Steckplatz 1. Überschreiben, ja. Er hatte wohl irgendwie Probleme. Ist egal, fortfahren. Hauptsache, wir können speichern. Das ist mir dann doch etwas wichtig. So, was ist hier los? Bist du jetzt ein Freund oder ein Feind? Oh, ein Feind. Ich dachte, das wäre vielleicht das freundliche Volk. Ich habe mich ja schon mal geirrt und das freundliche Volk dann doch verwechselt. Es ist mal wieder passiert. Ich dachte, die Kleinen, die so ein bisschen Wasser spucken, das sind die freundlichen. Oh, Alter, ich muss auch treffen. Das ist ja fürchterlich. Habe ich schon gesagt, wie toll ich mich auf das Remaster freue? Ah, ich habe hier was zum Kochen gebracht. Ah, dann gibt es hier Aufwind. Das ist ja cool. Okay, das ist für wahr ziemlich cool. So. Okay, was bist du für einer? Da ist ein Gesicht. Ach, das sieht halt einfach nicht gut aus. Aber wahrscheinlich ist das Gesicht freundlich. Oh, die Kamera. Was machst du denn, Kamera? Oh! Ne, so kriegen wir das Gesicht nicht kaputt. Kanone. Nur mit der Kanone offensichtlich. Okay. Hab ich kein... Ich habe kein Sparks mehr. Oh, holy shit! Was ist du wieder los? Sag bloß, der ist auch böse. Ich bin etwas überfordert mit dem Level. Hier ist zu vieles gemein. Ah, wir müssen da lang. Gehen wir erstmal da lang. Hallo? Was ist hier los? Entschuldige bitte die Unordnung, Spyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie das Feuer unter unseren Kesseln ausgeblasen und dann noch unser Schiff geschlossen. Wenn du das Feuer unter dem Bräulein wieder anfachst, kannst du es sicher bis zum Schiff schaffen. Der Dampf von den Kesseln wird unsere hochentwickelten Maschinen aktivieren. Alles klar. So. Oh cool, wenn man stirbt, sind die Gegner wieder da. Wie nett. Soll ja auch nicht zu einfach werden, ne? Hoppala! So, den haben wir schon mal fertig. Jetzt kommst du. Anlauf nehmen, Anlauf... Bam! Okay, hoppala. Wir kriegen das hin, Leute. Also, er ist jetzt auch ein Feind, oder was? Ja. Ich dachte, das wäre auch einer von denen, die hier vielleicht zu den freundlichen Wesen gehören. Aber nein, ich habe mich geirrt. Hier sind nur Feinde. Bis jetzt ist dieses Level wirklich nicht nett zu uns. So, Moment, jetzt kriegst du erstmal einen drauf. Bombs.
Höher, 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 höher und bums. Tiefer, tiefer, tiefer. Boah, noch tiefer. Gerade so drüber gelupft, ey. Bam. So, 1 von 8 Köpfen. Da ist wohl noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen, mit der Köppe, aber das kriegen wir wohl hin. Da ist noch eins. Kommen wir jetzt so ohne weiteres, glaube ich, nicht ran. Sepp! Wir gucken mal. Wenn ich jetzt diese Kanone drehe, kann ich vielleicht wenigstens noch das Ding kaputt schießen. Na komm schon, noch ein tiefer. Oh, da, ich hab's getroffen. Sehr gut. Es kann ja auch mal gut laufen, nicht wahr? Die haben ja alle Feuer ausgehört. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Es sind Feuerwehrmännerwesen, die spucken und Feuerschläuche haben und hier alles ausmachen. Und deswegen haben die so einen Stress. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es langsam. Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal ins Wasser rein. Erstmal gucken, was hier los ist. So, lass mich mal raus hier. Oh! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mich auf das Remaster freue? Ey, ohne Spaß. Hoffentlich machen die einen Konsolenbundle. Ich brauche dringend ein PS4 Pro oder von mir ist auch Xbox One. Ich bin ja sonst eigentlich immer so der Sony-Man, aber man muss leider ja gestehen, dass mit der Xbox One X da, mit der Xbox One X hat Microsoft da schon so ein bisschen rasiert, will man mal sagen. Also, da könnte man schon fast überlegen. Das Problem ist, man hat, ich habe jetzt schon so viele PlayStation 4 Spiele, es wäre komplett sinnlos, jetzt irgendwie auf ein anderes System umzusteigen. Also bleiben wir bei der PS4. Was stimmt denn mit dir? Ja, auf jeden Fall hoffe ich inständig auf ein Bundle aus PlayStation 4 Pro. Die Landratten haben den ganzen Hafen mit Stachelminen übersät. Ach, wenn du sie wegräumst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Venusmuschel gefunden habe. Ja, du, die nehme ich doch, ne? Schieß auf die schwimmenden Minen. Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch. Ja, man hat ja Zeit, würde ich mal sagen, ne? Da geht die Zeit, wenn man nicht unendlich viel Zeit hat, dann kriegen wir das alles hin, ne? Auf jeden Fall so ein PS4 Pro Spyro Bundle in lila Schuppenoptik. Wie cool wäre das denn? Oh, das Kind, das ist wirklich widerlich. Am besten kriegt man die wohl hier. Jetzt mal die Höhe abschätzen. Okay, warte. Jetzt. Ne. Einen. Nee. Wenn die am Rand reinkommt, jetzt so ungefähr. Nee. Wir gucken mal gleich, wenn die gleich direkt am Rand reinfliegt. Yo. Noch mehr? Hm. Hier sehe ich zumindest keine mehr. Ich glaube, die sind im ganzen Level verteilt, deswegen müssen wir auch gleich wieder weg. Hoppala, noch ein bisschen runter. Feuer mal eben. Ja, aber die Vorstellung ist auf jeden Fall cool, oder? So eine PlayStation 4 Pro Konsole in komplett lila Schuppenoptik mit entsprechend passendem Controller dazu. Wie cool wäre das denn? Da könnte ich mich doch mal direkt wieder begeistern lassen. Ich habe zwar keinen 4K-Fernseher, aber mehr Leistung ist ja nie verkehrt. So, hier kommt der Boiler. Oh, cool. Hier fliegen so Schiffe lang. Oh mein Gott, das Level ist schon so eins von den Leveln, wo man sagt so, oh, muss das sein? Hoppala. Okay, weiter geht's. Fahren wir mal ein bisschen mit dem Fliegeboot. Auf zur nächsten Etappe hier. Jups. Ja, danke. Bitte einmal halten. Und bam! So weit, so gut. So weit, so gut. Trinkt auch sein eigenes Löschwasser. Und dann kommt hier irgendwann so ein Brand und du kannst nichts mehr löschen, ne? Läuft ja bei euch. Das habt ihr euch ja super überlegt. Ach, ich treffe die Biester nicht, doch. So, okay.
Hier das auch noch irgendwo rein. Da brauchen wir noch 14, damit wir wahrscheinlich fliegen können oder irgendeinen Scheiß. Ich will es lieber noch gar nicht wissen, was da mal kommt. Okay, hier werden wir wegkatapultiert. Das kennen wir ja schon. Oh, sorry, ich wollte dich nicht weg... Egal. Sparks hatte Hunger. Sparks hat eigentlich immer Hunger. So, warte, wie machen wir das am schlausten? Erst den hier, doinks. Dann den hier, dann den hier. Okay, das Katapult ist ready. Wuhu! Und wir sind auf dem Schiff. Das war doch schon mal relativ easy. Ah, ich mache immer ein bisschen Feuer unterm Hintern. Dann läuft die Kiste auch. So, jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir müssen auch in das Schiff noch rein. Da ist auf jeden Fall der Start. Das heißt, wir haben das Level gleich beendet. Also das grobe Level, um den Talisman zu kriegen, sagen wir mal. Ne? Aber ihr wisst ja, es gibt ja immer noch diese Sonderaufgaben, wie zum Beispiel diese Teile kaputt hauen. Engine 1 hat wieder Feuer. Wieso habe ich das Gefühl, dass es hier nochmal eine zweite Engine auf der Seite gibt? Engine 2 hat auch wieder Feuer. Jetzt geht es erstmal hinauf. Und dann können wir nach da vorne. Hallo! Danke, dass du unser Schiff wieder flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf Zephyr starten. Nimm diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Moment, auf C4? Da waren wir doch erst kürzlich. Und haben gegen diese Vögel gekämpft. Ich bin etwas verwirrt. Erinnert ihr euch noch? Wir waren doch in C4 und haben dann diese Bombenvögel fertig gemacht. Das scheint ja die hier dann zu sein. Also spielen wir hier quasi gegeneinander aus. Das ist ja auch nicht unbedingt nett, ne? Oh mein Gott, okay. So, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt muss ich mal gucken. Kann man auf den Flügeln laufen? Weil das geht ja irgendwie noch nach da oben, ne? Wie man mal hier so sieht. Und da waren wir noch gar nicht. Mal sehen, ob das denn jetzt hier freigeschalten ist. Ja, ist es. Alles klar. Steht schon der nächste Verrückte da. Moin, was kann ich für dich tun? Weil ich mach mal erstmal, ich räume hier erstmal ein bisschen auf, ne? Und dann kümmern wir uns drum. So, guten Tag. So ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Meine Maschinen sind kaputt. Und die Zahnräder, die ich für die Reparatur brauche, liegen auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf diesen Wagen springen und sie holen? Und sie holen. 50 Zahnräder mit Wagen sammeln. Schwierigkeit richtig schwer. Joa, wir können das mal versuchen, ne? Um Gottes Willen. Oh, alles klar. Okay, ich verstehe. Wir müssen noch springen. Problem. Den Wagen, was? Benutzt einfach die Richtungstasten und den Analog-Joystick zum Wechseln der Spur. Drücke X zum Springen und Kreistaste, um die Kanone abzufeuern. Alles klar. Ah, da hätten wir wechseln müssen. Ich verstehe, ich verstehe. Erstmal nochmal eine Runde drehen. Oh! Um Gottes Willen. Okay. Oh, scheiße. Okay, so viel dazu. Ob man die Kisten wohl auch kaputt kriegt? Angebracht, um die Schalter besser zu treffen. Ach, Schalter gibt's auch noch. Alles klar. Okay, das wird wahrscheinlich wirklich eklig. Düdel, 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 düdel. Versuchen wir mal unser Glück. Let's go. Oh nein! Spyro, du solltest doch rüber. Wieso bist du nicht rübergegangen? Ja, weiß ich, hör auf mit mir zu reden. Einfach weitermachen, dass man jedes Mal wieder auf das Ding aufspringen muss. Ist ja voll nervig.
Ah, zu früh. Ach, scheiße. Ja, nee, ich habe keine Probleme mit dem Wagen. Eher die Strecke. Ich frage mich, wer so viel Müll da auf die Gleise stellt, ne? Let's go again. Ich sehe schon, wir werden hier wohl etwas länger für brauchen. So rein von meinem Gefühl jetzt her. Was machst du denn, Spyro? Was macht ihr denn? Irgendwie funktioniert das da hinten in der Ecke nicht mehr. Vielleicht kann man die Kisten auch kaputt schießen. Probieren wir das mal. Die sind nervig. Wir sind doch nicht weit gekommen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Zweiten Kreise und da habe ich schon Probleme. Das fängt ja gut an, muss man sagen. Hier rüber. Dann da rüber. Dann kommt da gleich die Kiste. Erstmal springen. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ja, ich bin zu doof. Wenn danach überlegen wir, da kommen nachher noch mehr Kisten. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, let's go. Leute, einfach nicht aufregen. Das muss gehen. Ja. Das muss ja machbar sein. Ich stelle mich, glaube ich, hier einfach nur blöd an. Ich glaube schon. Ich schieb das mal darauf, dass ich noch nicht wieder ganz gesund bin. Können wir uns darauf einigen? Okay, scheiße. Was war das denn jetzt? Jetzt hätte ich springen müssen. Diesmal war es kein TNT. Ich habe mit Reflex geschossen. Okay, also das kann variieren. Mal ist es TNT, mal sind es Kisten zum Drüberspringen. Man muss also gucken. Oh mein Gott. 50 Stück. 50. Just saying. Okay. Aber langsam grooven wir uns ja ein. Also, jump. Hoppala. So, jetzt einfach weiterfahren. Darüber springen. Okay, springen. Ich fahr mal da. Oh, was war das denn jetzt? Oh, kacke, jetzt war es TNT. Alles klar, man muss, glaube ich, das Schild anschießen. Kann das sein? Warte mal, wir müssen mal gleich versuchen, dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Schild anzuschießen. Ich glaube, das entscheidet, in welche Richtung man fährt. Damit kann man, glaube ich, die Weichen stellen. Okay. Aber wir kriegen das hin. Immer entspannt bleiben. So, warte, dann drehen wir jetzt noch eine Runde und jetzt schießen wir gleich mal auf das Schild. Alles klar. So, springen, springen, springen. Springen, springen, springen. Springen. Oh, wieder zu früh. Oh, nee. Das mit den Kissen und ich, ne? Ich sag ja nichts, aber wir kommen jetzt weiter. Ja, nee, es geht so. Ich krieg das schon gebacken. Ich muss mich nur mal ein bisschen entspannen. Das ist ein bisschen nervenaufreibend hier für mich. Das ist ja voll stressig. Spyro, wieso tust du mir sowas an? Okay, hier lang. Jetzt Achtung, hart wechseln. Zack, wir schaffen das, Leute. Man muss halt auch mal ein bisschen vorausschauen, gucken. So, jetzt kommt da gleich wieder TNT. Alles klar. Doinks. Doinks. So, let's do it again. So. Dann springen. 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 Was war das denn? Er ist wieder zurückgefahren. Ja, ihr habt es gesehen, wie ich auf die andere Spur rüber... Ne? Also ich sag ja nichts. Nee, ich habe keine Probleme. Das scheiß Streckennetz hier hat massive Probleme. Er ist einfach wieder zurückgefahren, die Sau. Hat die Spur nicht gehalten. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. So, warte. Aber gleich kräht der Hahn. Ich kann das schon sehen in meinem Aufnahme-Recording-Timer. Auch noch das. Let's do this. Ah, wahrscheinlich gehe ich eh vorher drauf. Insofern, wechseln. So, Achtung, jetzt hardcore hier drauf schießen. Doink. Wir haben schon 20 Stück. Oh, meine fucking Fresse. Okay, Leute, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was es bedeutet. Wir müssen an dieser Stelle hier kurz einen Break machen, das hilft nichts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.